Mittagspause ist vorbei, Jungs und Mädels. Geht wieder weiter. Hoffe, ihr habt euch alle auch ein bisschen gestärkt, so wie wir. Spieler haben sich was Ordentliches hinter die Kiemen gerissen. So, Pause ist vorbei. Erstes Spiel nach der Pause. Spiel 31 geht los mit Colorful Berlin gegen Cottbuser Wölfe. Und wie ich sehe, ein paar weniger Zuschauer, aber nicht allzu viel weniger. Von daher wieder schön teilen. Da ist alles schön zugucken. Die zweite Hälfte des ersten Spieltags der Landesliga Ost 2016. Auch wieder schön mit Full HD. Super Stream. Von daher gleich nochmal in eigener Sache hier. Nochmal schön nächstes Wochenende wieder dritte Bundesliga Livestream. Teilt den Link so oft wie es geht. Und der die meisten Likes und Comments auf seiner geteilten Seite hat, bekommt das Merchandise-Paket von PayPal TV mit vielen schönen Sachen drin. Wenn ich euch jetzt sage, was da drin ist, so nochmal, ist ja die Überraschung weg. Deswegen, es lohnt sich auf jeden Fall für alle die da mitmachen. Und ja, von daher wollen wir mal gucken, was jetzt hier so abgeht in der zweiten Hälfte heute. Die Marshalls sind gerade aufs Feld gekommen. Maske auf, geht gleich los. Die ersten Teams sind auch schon in der Box wieder drin. Ja, und geht gleich weiter. So, und nochmal die jetzt alle neu zugeschaltet haben. Hallo, bin der Junior, heute der Moderator hier. Und ja, dann auf eine schöne zweite Hälfte, würde ich sagen. Und falls Fragen sein sollten, immer Fragen. Bin für alle Fragen offen. Deswegen keine Scheu, einfach Fragen. So, wer kommt aufs Feld? Cottbuser Wölfe von links und die Colorful Jungs, aka die Holzfäller, dann von rechts. Ist das der Kai, für den ich denke, der Kai, welcher Kai es ist? So, heute auch wieder mediale Begleitung von Sportknipse, von der Grey Cat, von der Airshots und von K-Project. Alle sehr sympathische Fotografen. Aber am meisten fehlt mir hier natürlich der Olli. Ist natürlich immer ein weiter Anweg und ist auch super ausgebucht und das ist ja immer just for fun. Aber Olli, ich vermisse dich. So, geht los jetzt. Es geht los. Rechts Colorful, links Cottbuser Wölfe. Ab und zu nur. So, das W wurde besetzt von den Cottbuser Wölfen, genau wie Colorful. G1 auf der Cottbuser Seite. G1 auf der Colorful Seite. So, wir wurden auch nicht rausgeschossen. So. G2, G3 bei Colorful. Der Punkt, ja, der Punkt geht an Cottbuser Wölfe. Die haben, auf jeden Fall ordentlich Fleisch getankt. Sehr schön. Punkt geht an Cottbuser Wölfe. Plus 3. Miki, oh Gott, also bloß Vienna United, letztes Jahr im Bitburg, die habe ich da getroffen. So ein, zwei Leute von denen, die waren ganz lustig. Beim Bierpongstand haben wir die getroffen. Dafür gibt es ein Out. 1-for-1 jetzt dafür. Das heißt aber, einer ist noch alive von den Cottbuser Wölfen, also geht der Punkt dann trotzdem an die Cottbuser Wölfe. Namentlich kenne ich die jetzt nicht mehr alle. Nur das Team Vienna United halt. Ja, also die sind ja bei euch da eigentlich, die haben ja Rang und Namen da bei euch, ne? Die spielen auch einen super Ball, auch die sind ja wieder. Also, echt coole Jungs. So, jetzt von links Ribers Berlin und von rechts Roter Baron.
So, ein bisschen heller ist geworden und ein Tick wärmer. Also schön angenehm sozusagen. Ideales Paintball-Wetter. Ja. Gibt ja schon woanders, shiftet ja mal, wie aus kann. Drüben in den Staaten ist ja mal das zweite Event nicht so toll, nicht so pralle. So, die Teams begeben sich aufs Feld. Rechts Ribos, links Roter Baron. Mal gucken. Ribos hat jetzt gesagt, jetzt wollen sie richtig angreifen hier. Da bin ich mal gespannt. Lassen wir uns mal überraschen. So, beide Teams Pfeife live. Roter Baron macht auf ins T-Pack. Snake 1 gelernt von Ribos. G1 auf Roter Baron Seite. Snake 2 geladen. Ribos verliert auch den ersten Spieler. Snake 2 geladen von Ribos. So, Snake 2 geladen auch von Roter Baron. Ist raus. G2 bei Roter Baron. Roter Baron hat die 4, T-Pack 1 und das Meier auf der T-Pack Seite geladen. Das sind die 2. G3 auf der Roter Baron Seite. Du hast ganz schön festgefahren hinten. Also eigentlich müssten sie moven. Snake Seite ist geladen. Snake Seite. Also Snake 2 von den Tobi, Rübers ist clean, geht weiter in die Snake 50. Immer noch fertig. Ich glaube, ist das richtig? Da ist bloß noch ein Spieler, laut meines Überblicks, ist nur noch ein Spieler von Roter Baron auf dem Feld. Das ist, ist ein T-Pack 2 da. Nee, doch nicht. Der Snake Corner ist noch geladen. Also, zwei Leute noch bei Roter Baron. Und Ribos bleibt irgendwie hinten sitzen. Also die machen irgendwie keinen Druck nach vorne. Das ist irgendwie... Hetzer. Ja, okay, geht durch. Schön. Schöner Punkt von dem... Von Olli. Ist da durchgelaufen, hat den Punkt geholt. Beide Spieler raus. Schön. Also, Punkt an Ribos plus 2. So, nächste Begegnung. Kraftstoff Berlin gegen Quantum. Rising Phoenix habe ich nicht gesehen. Ich glaube, da habe ich auch gar nicht so drauf geachtet. So. Also man, in Bitbook ist ja immer so eine Sache, ne? Ob welchen Zustand du da noch was mitbekommst oder nicht. Aber darauf habe ich gar nicht geachtet. So, Punkt wurde gegeben. Sehr schön. Na, mal spannend, ob sich jetzt Ribos weiter hoch für den heutigen Tag an die Spitze kämpft. Ja. Wir müssen jetzt einiges aufholen, was wir in der ersten Hälfte des Tages verpasst haben. Ja. Da zischt irgendwas bei Kraftstoff, das ist die alte Kani. Kraftstoff startet von rechts. Spieler von Kraftstoff trägt noch ein Battle Pack, wahrscheinlich von dem Herrn. Yes, wie es aussieht, oder? Von wem hat er das Battle Pack da?
Okay. Ja, Kai, das kann gut möglich sein, dass bei mir bloß ein Bier ausreicht. Oder ihr mir damals immer irgendwas untergemischt habt, wie ich euch kenne. Da hat der Orangensaft ein bisschen komisch geschmeckt in Böbelin. Aber an so eine Zeit erinnert man sich immer gerne zurück. War eine schöne Zeit. So, links Quantum, rechts Kraftstoff. Gestärkt gehen sie jetzt in die zweite Hälfte des Spieltages. So, es geht los. 10 Sekunden. Pfeife live bei beiden Teams. Der Herr Pino ist im B angekommen. Ich hab dich auch lieb, Kai. Hier, schlägt für dich. So, bis jetzt noch kein G gefallen, auf beiden Seiten nicht. Snake ist gelernt von Kraftstoff, genauso wie von Quantum. Quantum macht weiter auf die T-Pack-Seite. Sie werden mehr auf die T-Pack-Seite sich jetzt konzentrieren. Pino ist immer noch im W. G1 auf Quantum-Seite. So, was ist da los auf der Snake-Seite? Ich glaube, Snake 50 ist schon gelernt von Kraftstoff. Verliert ihren ersten Spieler. G2 bei Quantum. Quantum hat gleich in die 2x2 aufgemacht. G3. G3 auf Quantum-Seite. Kraftstoff hat nur einen Spieler verloren bis dato, soweit ich das bis hier noch erkennen kann. So, Pino ist noch im B. G4, nur noch T-Pack 1. Nur noch T-Pack 1. Der wurde aufgeladen. Entfernt. So, das war's. Schöner Punkt von den Kraftstoff-Jungs. 1, 2, 3, 4 Leute. 4 Leute. Ja, 4 Leute. Plus 4. Sehr schön. So, nächste Begegnung wäre Los Canales Berlin gegen die Black Wolves. Sehr schön. So, also die Black Wolves von links, Los Canales von rechts. So, schauen wir. Monk wahrscheinlich wieder auf der. Ja, Monk ist wieder auf der Snake-Seite unterwegs. Hat sich gerade nochmal aufgestärkt. Ich denke mal, jetzt wird er ein bisschen entspannter rangehen an die Sache.
wunderschönen guten Tag an die Leute, die frisch zugeschaltet haben heute zur Landesliga. Zweite Hälfte. Jetzt so langsam kommt die Sonne raus. Ideales Paintball-Wetter. Und es geht los. Black Wolves gegen Los Canales. Ja, Los Canales ist in der Snake 2 lebend angekommen. G1 bei Black Wolves. Los Canales verlieren auch einen. Ja, mein Freund, das war aber. G2 bei den Black Wolves. Ah, ganz schön weit vorne hier der Spieler. Also nicht schlecht. Black Wolves Spieler macht hier richtig mal Attacke hier, ne? Hat der Spieler einfach mal komplett Los Canales auseinandergefügt. Schöner Punkt von den Black Wolves. Heftig. Heftig, ja. Nächste Begegnung. Black Sheeps gegen Ballbreakers 2. Heute, wie ich auch in den Comments mitgekriegt habe, so der Tagesfavorit heute. Ich muss sagen, die sind halt auch ziemlich stark unterwegs. Scheinen die Gameplans zu laufen. Finde ich gut. Oh, was haben wir da? Damals wieder so immer strittige Entscheidung. Vorhin wurde dafür der Spieler, der gecheckt wurde, gerade war nicht am Buzzer, aber trotzdem ein Spieler hat noch einen Treffer gehabt. Vorhin gab es dafür ein One for One, jetzt wieder nicht. Das sind halt immer so eine Sachen, da muss man immer unparteiisch bleiben. Ja, bei vielen Sachen. Aber das ist halt nicht halt in dem, es ist halt die Entscheidung vom Marshall, da kann man halt nur hinterdrücken. Ist dann einfach so. So. Schauen wir mal. Die Ballbreakers von links, die Black Sheeps von rechts. Beide in grünen Jerseys. So, alles wieder einer. Wir haben nochmal die Flinten gecheckt, ob sich vielleicht irgendwas nach der großen Pause geändert haben sollte, was eigentlich nicht der Fall sein könnte, außer vielleicht durch die Wärme. So ein bisschen ein paar FPS nach oben gegangen. Und so, dann sind wir mal gespannt, ob der Coxy vielleicht die Runde mal überlebt. Ich habe vorhin übrigens rausgekriegt, warum der Robert heute so Newton Ball spielt und sich mal richtig konzentriert. Er hat nämlich heute seine Freundin bei. Die ist wohl auch das erste Mal mit beim Paintball und da will er natürlich Eindruck schinden. Der Lurch, gar kein Problem, macht heute trotzdem einen guten Job. Finde ich gut. So, 10 Sekunden. Links Ballbreakers, rechts Black Sheeps. Grün gegen Grün. Schauen wir mal. So. Das W wurde besetzt von beiden Seiten. Alle alive bis jetzt. Noch kein G gefallen. Snake 2 geladen. Von den Ballbreakers. G2. Hat dann, hat dann. Ja, okay, alles klar, egal. Das ist jetzt das G3 auf der Black Sheep Seite, glaube ich. Und G1 auf der Ballbreakers Seite. Snake 3 geladen von den Ballbreakers. Jetzt können sie noch Druck über die T-Back Seite und Robert zieht wieder durch. Robert macht seinen Schuh. Schön gearbeitet wieder. Schönes Ding. Sehr schön von den Ballbreakers wieder. 4 live, sehr schön. Nächste Begegnung wäre Colorful Berlin gegen Rivers Berlin. Na seht ihr, darf der Coxy heute auch mal buzzern gehen. Wenn er sonst schon nicht viel auf dem Feld macht. Ich weiß, dass du den Stream dann eh nochmal angucken wirst und ich dann wieder liebe Nachrichten von dir bekomme. Ballbreakers auch mal komplett mit der, den komplett ersten Kader hier, um die, den zweiten Kader zu unterstützen. Finde ich gut.
Aber wie es aussieht, sind alle live hier und alle clean. Also alle clean. Alle live sind clean. So, schön. Schön. Nächster Punkt für World Dragons. Sie haben es jetzt alles gewonnen. Toi, 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 Jungs. Weiter so. Gott, sie brauchen Beatmungszeit. So, nächste Begegnung, wie gesagt, die Color for Berlin gegen Rivas Berlin. So, wie es aussieht. Colorful von rechts. Rivas von links. Ja, finde ich auch gut. Der Fischer und der Schöntag sind ja beide da bei Syndicate und finde ich ganz gut. Also es war echt, macht Spaß, den zuzugucken auf jeden Fall und hilft dem Team halt ungemein. Die spielen auch schon seit 1900, schieß mich tot, Paintball, jetzt im übertriebenen Sinne. Ne? Sind halt schon richtige Raketen da, die Bäder. Haben wir nochmal gecheckt bei Rivas. Alles gut soweit. Sind auf jeden Fall beide super nette Jungs. Also da kannst du auch keiner, da spürst du keinen Hauch von Arroganz oder wir sind die coolsten, weil wir jetzt da ins Rum spielen. Gibt ja so ein, zwei Leute, die ein bisschen Höhenwasser haben, aber die sind super nett. Da kannst du auch immer mit den Schnacken, die nehmen sich immer Zeit für die Leute bei irgendwelchen Fragen. Top Jungs. So. Wird gleich die 10 hier angezählt, oder? Yes. So, auf geht's. 10 Sekunden. Attacke. B wurde besetzt. Da wollen die Colorful Jungs einfach mal straight durch die Snake durchgehen. Hat nicht ganz funktioniert. G2 auf Colorful Seite. Das W ist besetzt von den Colorful Jungs. So, G3 haben sie wohl schon geschossen. Tobi ist in die 2 gerutscht. Dann können sie jetzt richtig Action machen. So, Benny hier im W. Schön, Benny hat sich den W-Spieler geholt. Zwei Spieler hat der T-Back-Spieler von Colorful wieder rausgehauen. Bin ich mir nicht ganz sicher. Jetzt sieht der Colorful-Spieler auf. Normalerweise. So, was ist denn jetzt hier? Ist hier noch was los? Ich sehe hier gerade gar keinen mehr auf dem Feld. Bitte komm, expandieren. Ist der Tobi nicht noch da von Rivas? Stille, nichts passiert. Ja, Tobi ist doch noch in der Snake. Hab noch nicht mitgekriegt, dass Aileen auf dem Feld ist. Ach nee, ist nicht. Tobi ist die Mandy.
Mandy, ja, Mandy geht zum Buzzer. Plus 1, der Punkt geht nach Rivers, wenn sie clean ist. So, nächste Begegnung. Kraftstoff Berlin gegen die Cottbusser Wölfe. Das ist halt immer schade, dass dann Rivers in die ganzen Lines immer reinläuft. Ne? Also. Männers. So, Kraftstoff von rechts, Cottbusser Wölfe von links. So, alle Teams stehen mit 5 Mann am Break. Ein Colorful-Spieler hat sich noch die letzten Pötte geholt vom Team. Ja, mit Potmaffer ist nicht mehr allzu viel bei M500, ne? Also lohnt sich nicht mehr. Was ist hier los, Jungs? Action. Wir sind halt an den Headriff. So, 10 Sekunden. Und los. So, Doppel-W besetzt. Alle noch alive. G1 bei Kraftstoff. G1 bei Wölfe. G2 bei Kraftstoff. G2 bei Cottbusser Wölfe. Ganz schönes Chaos gerade hier. Tempel! Feuer, Tempel! Ich glaube, das war's dann. Sind die Cottbusser Wölfe durchgerannt und haben die letzten Kraftstoffspieler ausgenommen. 1, 2, 3. 3 plus. Für die Cottbusser Wölfe. Guter One. So, nächste Begegnung. Was kann man aus Berlin gegen Roter Baron? Vielleicht wird es ja jetzt was, Jungs.